am geilsten ist. Und das alles von oben bis unten voll ist mit Sperma. Überall einfach in meinem Gesicht, Dekolleté, Brüste, alles voll mit Sperma. Ich liebe es. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um das Thema, wieder mal mein Lieblingsthema, Sperma. Ja, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema Sperma, wo kommt das her, woraus besteht es, wie riecht es, wie schmeckt es, lalalala. Heute reden wir über das Thema Sperma und zwar, wie kannst du es steigern? Wie kannst du steigern? Damit meine ich natürlich die Spermamenge. Also das, was alle Männer sehen wollen und worauf sie irgendwie auch stolz sind, das bestätigt ja auch die Potenz, denken sie. Denn der Glaube ist ja, je mehr man spritzt, desto potenter ist man, ist ja gar nicht so. Aber trotzdem ist es geil und vor allem beim Porno ist es das Must-Have, sag ich mal. Also eine große Spermamenge macht einfach einen geilen Film aus. Du kannst es also steigern. Da gibt es jetzt verschiedene Gründe, warum deine Spermamenge geringer ausfallen könnte. Und ich sage dir jetzt einfach mal ein paar Tipps und Tricks, worüber ich mich so ein bisschen auch schlau gemacht habe und was ich so von meinem eigenen Erfahrungswert sagen kann, wie du deine Spermaproduktion oder beziehungsweise nicht deine Produktion, sondern dein Ejakulat, also das, was rauskommt nachher, steigern kannst. Ja, es ist natürlich so, wenn du oft spritzt, also wenn du jetzt zum Beispiel dir mehrmals am Tag einen runterholst oder mehrmals am Tag Sex hast, dann ist es so, dass das Ejakulat natürlich von Mal zu Mal geringer wird. Es kann auch nicht so sein, wie manche Männer dann immer sagen, ich habe einen dicken Sack oder ich muss abspritzen, mir drückt der Hoden oder so. Ist ja auch ein bisschen Quatsch. Also es kann ja nicht sein, dass der irgendwie überläuft oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt lange Zeit nicht abspritzt, die Samenleiter verkleben. Also dadurch kann einfach nicht mehr so viel Ejakulat rauskommen. Minimal ist zwischen 1 und 3 Tagen. Wenn du zwischen 1 und 3 Tagen jetzt enthaltsam bist, sage ich mal, und dann abspritzt, dann kommt einfach viel mehr raus, als wenn du jetzt 2-mal am Tag abspritzt oder 3-mal oder 4-mal oder whatever. Ein weiterer Faktor ist ganz klar die Ernährung. Und da habe ich ja letztes Mal schon ganz viel zu gesagt, wie Sperma schmecken kann, wenn man verschiedene Nahrungsmittel zu sich nimmt. Heute geht es eigentlich viel mehr darum, dass es wichtig ist, Wasser zu trinken. Denn der Mensch besteht ja zum größten Teil aus Wasser, somit auch nicht nur alle Sekrete im Körper, Blut, Urin, Schweiß, sondern auch Spermaflüssigkeit. Es ist ja so, wenn man wenig trinkt, schwitzt man wenig und kann auch wenig urinieren. Also das heißt, die Niere arbeitet auch weniger, beziehungsweise man scheidet weniger aus. So ist es natürlich dann auch mit der Samenflüssigkeit. Wenn man weniger Wasser zu sich nimmt, kann man auch weniger ejakulatlos werden am Ende. Zum Thema Ernährung ist noch zu sagen, dass es bewiesen ist, dass proteinreiche Ernährung dafür sorgt, dass man halt auch eine größere Menge Ejakulat abgeben kann. Sprich, da freuen sich jetzt alle Fleischfresser da draußen wieder. Je mehr Protein man zu sich nimmt, durch Fleisch natürlich, desto mehr kann man abspritzen. Aber für die Vegetarier ist natürlich genauso vorgesorgt. Es gibt ja viele Hülsenfrüchte, Linsen, die genauso proteinhaltig sind und mit denen man genauso gut dann die Ernährung ergänzen kann. Was ist noch wichtig? Also die Fantasie, ja? Wenn man zum Beispiel den ganzen Tag schon so richtig horny ist und sich Gedanken macht, dass man vielleicht abends eine geile Frau verführt oder verführt wird. Und sich schon so richtig drauf freut, auf das, was einen so erwartet. Spielt sich hier oben sowas ab und das überträgt sich auf das da unten. Und ja, je geiler man wird, gerade durch die Fantasie, also es ist einmal der Faktor Zeit entscheidend, wie lange man sich so darauf freut. Und natürlich auch das Vorspiel im Akt selber. Das heißt, wenn man jetzt eine Stunde irgendwie schon geil gemacht wurde, durch Blasen, durch ja, Rumspielen an Nippeln oder an den Eiern, sag ich mal, oder durch verschiedene Reize irgendwie angemacht wurde oder das Stop-and-Go-Spielchen und dann zum eigentlichen Akt kommt, dann hat sich da ja auch schon so ein bisschen was angestaut
Und wenn man dann natürlich noch ein bisschen Sex hat, bevor man dann abspritzt, dann ist definitiv auch das Ejakulat gesteigert. Wer weiterhin noch mehr Sperma produzieren möchte, jetzt noch ein kleiner Dämpfer an die Raucher da draußen und die viel Alkoholtrinker. Natürlich hat Rauchen und Alkohol auch Einfluss auf die Spermaproduktion, sage ich mal, dadurch, dass sie halt, also Rauchen ist ja bewiesen, dass das Testosteron davon reduziert wird, und beim Alkohol ist es eigentlich genauso, sorgt für Durchblutungsstörungen und damit auch für eine schlechtere Spermaproduktion. Ein kleiner Tipp vom Profi, und zwar, was auch immer ganz gut hilft, um die Spermamenge zu steigern, sage ich mal, ist eine Prostatamassage. Jetzt sagen natürlich viele Männer, nein, habe ich noch nie gemacht, niemals, mein Popo ist tabu, ganz klar, verstehe ich nicht, weil ihr mögt ja unser Popoloch auch, aber ist okay. Dann müsst ihr das vielleicht einmal selber ausprobieren, dann wisst ihr, wie geil das sein kann. Und zwar könnt ihr es entweder selber machen oder das von der Partnerin machen lassen. Es geht hier ja nicht um die anale Befriedigung, das ist ein Unterschied, sondern die Prostata kann man ja über das Poloch stimulieren, wenn man den richtigen Winkel hat und die richtige Technik, mit Fingern natürlich auch, aber dabei geht es halt nicht um die Befriedigung über den Anus, also den analen Reiz, sondern darüber, dass man die Prostata stimulieren kann und dadurch halt auch noch mehr abspritzen kann. Übrigens gibt es auch Orgasmen, die rein über diese Stimulation stattfinden, über eine Prostatamassage, und man überhaupt nicht das Glied als solches anfassen oder befriedigen muss. Das war's auch schon wieder für heute mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein bisschen mehr Einblick darüber zu finden, was euch so helfen kann, euer Ejakulat ein bisschen zu steigern. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar vielleicht da lasst, was ihr meint, was euch helfen könnte oder was nicht, was ihr vielleicht auch schon mal selber ausprobiert habt oder was ihr meint, was totaler Scheiß ist, was ich hier erzähle. Und natürlich ein Like da lasst, den Kanal abonniert und mich vielleicht auch auf den Social Media besucht wie Instagram, Twitter, Facebook und auch Snapchat. Also, dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich auf euch.